Ja, also, jetzt mal ein kleiner Impuls, könnt ihr noch? Gut, wunderbar. Ich habe mir so überlegt, über was könnte ich denn heute mit euch ein wenig nachdenken? Über was könnte uns helfen, auf unserem Weg mit dem Herrn weiterzugehen? Und wir hatten am Sonntag ja dieses wunderbare Evangelium, wo uns Jesus einlädt, kommt alle zu mir. Das ist eine meiner Lieblingsbibelstellen. Wessen Lieblingsbibelstelle ist das eigentlich auch? Das sind schon einige, ja, ich sehe schon einige. Das ist eine tolle Bibelstelle und wir hören immer sehr schnell dieses, ja, kommt alle zu mir, der müßig und beladen seid, und da kommen wir mit unserer Zunge, das ein bisschen raushängt, endlich da so ungefähr. Aber was wir ein bisschen vergessen ist, am Anfang so diese schöne, was da zuvor kommt, und da ist ein Jubelruf Jesu und das ist so toll, weil Jesus jubelt und ich glaube, wir dürfen das nicht vergessen, im Gebet auch wirklich zu jubeln, weil Jesus das auch getan hat. Die Bibel ist voll von Lobpreis und das ist eigentlich etwas, was manchmal unserer Mentalität etwas entgegengeht, einfach zu jubeln und zu loben. Aber es ist total wichtig. Der Eckhart von Hirschhausen sagt ja, das wichtigste Teil des Gehirns eines Deutschen ist der Jammerlappen. Gut. Also es soll nicht so viel jammern, sondern dieser Lobpreis. Das Interessante ist, für was Jesus lobpreist. Er sagt: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Da ist was ganz Interessantes drin. Erstens, Glaube hat tatsächlich etwas mit Offenbarung zu tun. Das heißt, dass Gott sich mitteilt. Gott ist ein Geheimnis. Wenn wir eine Verbindung zu Gott bekommen, dann deswegen, weil er sich uns mitteilt, weil er die Verbindung zu uns sucht. Ja? Aber die Kehrseite davon ist, er kann sich auch verbergen. Wusstet ihr das? Gott kann sich auch verbergen. Und Gott verbirgt sich auch, offensichtlich manchmal ganz bewusst. Interessant. Und was ist die Voraussetzung der Offenbarung oder des Verbergens? Ich preise dich, weil du das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen offenbart hast. Jesus hat die Erfahrung gemacht, dass es Menschen gibt, die ihn nicht verstanden haben. Jetzt könnt ihr sagen, oh, Vater, die verstehen mich alle nicht. Die kapieren überhaupt nicht, was ich ihnen sagen möchte. Die wissen auch gar nicht, wer ich bin. Und er sagt, Vater, ich preise dich, dass du so bist. Den Unmündigen hast du es offenbart. Die haben es verstanden. Sehr interessant, oder? Einfach mal dieser Gedanke. Okay, es ist vielleicht so zugelassen. Das, was uns Gott erkennen lässt, ist eine bestimmte Herzenshaltung. Weise und Kluge bedeutet, die schon alles wissen, die schon denken, ich habe schon eh alles verstanden. Und da gibt es genügend Begegnungen im Evangelium, wo man spürt, da kommen Menschen mit vorgefertigten Meinungen, sie fordern Jesus heraus, damit er in die Falle tappt. Ja? Und da ist kein Erkenntnisprozess. Und das finde ich ganz wichtig. Okay, wie geschieht Erkenntnis? Indem ich sage, ich weiß noch nicht alles. Das ist ganz, ganz wichtig. Zu wissen, zu sagen, ich weiß noch nicht alles und ich lasse mich überraschen. Ich habe noch nicht alle Antworten auf die Fragen, sondern ich brauche diesen Lernprozess. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Und dann sagt er, niemand kennt den Vater, nur der Sohn. Wow! Der Vater, das ist Gott. Gott, niemand kennt Gott, nur der Sohn wirklich ist. Wahnsinn. Jesus ist derjenige, der uns wirklich den Vater zeigt, wie kein anderer. Und deswegen ist der Weg, Wahrheit und Leben, wie Johannes in seinem Evangelium es sagt. Er ist Weg, Wahrheit und Leben. Und dann, niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Auch das, beides, in beide Richtungen. Also der Vater im Himmel weiß genau, wer der Sohn ist. Und die Jünger sind so ein bisschen dabei, das zu verstehen, so anzufangen zu verstehen, wer ist eigentlich Jesus. Und Jesus ist derjenige, der uns in Fülle sozusagen den Vater zeigt. Und das ist für mich auch so ein wichtiger Punkt. Gebet ist der Moment, wo wir eintreten in diese Beziehung, die Jesus zu seinem Vater hat. Für Jesus ist das der Punkt eigentlich, soll ich das sagen? Da ist er absolut zu Hause, in der Vaterbeziehung. Und deswegen kann er auch sagen, komm zu mir, ich werde euch Ruhe verschaffen. Das kann nur jemand, der in sich ruht. Ja? Weil Jesus in sich die Ruhe hat. Und was ist die Ruhe? Ich möchte es mal so sagen mit Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott je gesehen.
Niemand kennt den Vater nur den Sohn, sagt Matthäus 11. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, der hat Kunde gebracht. Jesus ist der, der am Herzen des Vaters ruht. Das ist für ihn, ja, seine Beziehung, das ist für ihn, was Gebet eigentlich letztlich ist, am Herzen des Vaters, um diese Einheit zu spüren. Und ich glaube, es ist was ganz Wichtiges, dass wir danach streben, aus dieser Einheit mit Gott zu leben. Die Einheit mit Jesus und durch ihn mit dem Vater. Versteht ihr? Also, für Jesus ist Gebet nicht einfach nur Worte machen, sondern eben diese tiefe Verbindung. Und jetzt kann er sagen, okay, weil es so ist, Entschuldigung, kann ich auch sagen, okay, kommt jetzt alle zu mir, kommt mal her, alle, die ihr beladen seid, weil er mit dem Vater so eins ist. Ich glaube, wir brauchen diese Erfahrungen des Gebetes, wo wir wirklich zur Ruhe kommen. Und das tun wir dann, wenn wir wissen, okay, ich bin ja auch ein geliebtes Kind Gottes. Ja, dann ist ja alles cool. Ja? Wenn ich denke, ich muss darum kämpfen, geliebt zu sein, darum kämpfen, anerkannt zu sein, dann ist die Unruhe in unserem Herzen die Oberhand gewinnt. Wir brauchen diese Ruhe in der Liebe des himmlischen Vaters. Und Jesus schenkt uns genau dieses. Okay? Und das gibt uns dann auch wiederum den nächsten Schritt, was dann kommt, einen weiteren Schlüssel für die Ruhe. Das eine ist diese Identität, die wir haben als Kinder Gottes in der Nähe des Vaters. Dann sagt aber auch Jesus, jetzt kommt aber zu mir mit all dem, was euch so belastet, und ich werde euch Ruhe schenken. Und dann sagt er, lernen von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Also, lernen. Ich möchte aus der Lernbereitschaft sagen, mir scheint es auch total wichtig. Jesus erwartet von uns, dass wir lernbereit sind. Ihr kennt das Stundengebet vielleicht auch, oder? Stundengebet der Kirche, Laudes Vespern, da gibt es noch auch die Leserobe, das ist so eine der Gebetszeiten, in der man ein bisschen mehr in der Bibel liest, momentan im Buch der Sprüchwörter. Heute Morgen war eine schöne, am heutigen Tag eine schöne Lesung aus dem Kapitel 9. Ich lese euch davon was vor, aus diesem Ganzen, da geht es nämlich um das Lernen. Okay, die Weisheit hat ihr Haus gebaut, ihre 7 Säulen behauen und so. Wer unerfahren ist, kehre bei ihr ein, zum Unwissenden sagt sie, kommt und esst von meinem Mahl und trinkt von dem Wein, den ich mische. Lasst ab von der Torheit, dann bleibt ihr im Leben und geht auf den Weg der Einsicht. Und dann kommt es. Wer den Zuchtlosen tadelt, erntet Schimpf. Wer den Frevler rügt, erntet Schande. Rüge den Zuchtlosen nicht, sonst hasst er dich. Rüge den Weisen, dann liebt er dich. Unterrichte den Weisen, damit er noch weiser wird. Belehre den Gerechten, damit er dazulernt. Das ist doch interessant, oder? Unterrichte den Frevler nicht so ungefähr, den Zuchtlosen. Der wird sich dagegen sozusagen wehren. Der Weise sagt, Dankeschön, dass du mich da belehrst. Ich habe gerade was gelernt. Ich finde das ganz toll, diese Schriftstelle. Jetzt könnte man so sagen, wie geht es dir, wenn dich jemand korrigiert? Sagst du, danke, ich habe was gelernt. Kennt ihr das? Das Gefühl, wie kommst du dazu, mich zu belehren? Ja? Also, wir kennen das doch. Wenn da irgendetwas ist, und dann ist unser Stolz ein bisschen getroffen. Aber so diese Fähigkeit, jawohl, ich kann lernen. Und diese Werkzeuge, durch die wir lernen, wer ist das? Wer korrigiert uns? Es sind immer die Nächsten, die uns besonders nahe sind. Durch die erfahren wir das auch ein Stück. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Jesus sagt, ja, diese Lernbereitschaft gehört dazu. Er sagt natürlich dann auch, lern von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Der Lernprozess ist immer mit Demut verbunden. Brauchen wir. Wenn ich sage, ich weiß noch nicht alles, es gibt noch so viel zu lernen. Und von jedem Menschen, dem du begegnest, kannst du lernen. Ja? Die Heiligen wussten das. Die heilige Teresa von Avila, wenn sie davon schreibt, von den Werkzeugen. Ja, wir bitten, dass Gott uns heilig macht, dann schickt er seine Werkzeuge und dann sind wir plötzlich etwas verstimmt darüber. Ne? Die Werkzeuge sind ganz konkrete Menschen, mit ihren ganz konkreten Eigenschaften, mit dem, wo sie ja, uns helfen, bewusst oder unbewusst. Wenn du mit Jesus gehst, dann kann dir alles helfen, zu wachsen und du kannst lernen. Also das ist für mich auch nur so ein Aspekt, den ich gerne euch mitgeben möchte. Also Jesus ist der, der ganz in der Beziehung zum Vater ruht und der aus diesem Grund, aus dieser Quelle heraus lebt.
Und der dann auch uns einlädt, kommt, komm doch, komm und lerne von mir, komm und lass dir die Lasten mal wegnehmen und ich zeige dir, was das wirkliche Joch ist. Und das ist das, was Jesus eigentlich will. Und ich glaube, das Christsein besteht letztlich darin, dass wir sagen, ja, Herr, jeden Tag neu, was ist jetzt dein Joch? Was willst du von mir eigentlich? Was erwartest du? Wie kann ich deinen Willen heute tun? Und bitten wir, dass Jesus uns das schenkt, ein wenig ja, zu verstehen, was er uns jeden Tag neu sagen möchte. Der Herr braucht Menschen in dieser Welt, die wirklich aus dieser lebendigen Verbindung leben. Gottes Verbindung ist keine Theorie, sondern etwas, was wir in unserem Herzen auch erfahren. Wir wollen jetzt nochmal auf den Herrn schauen und in der Anbetung einen kleinen Moment noch verweilen und ihn bitten, dass wir von ihm lernen. Ich möchte euch auch einladen, dass ihr dort, wenn man das so spürt, dass der Stolz sich rührt durch verschiedene Situationen, Umstände, ja, Menschen, dass wir das dem Herrn bringen und sagen, Herr, schenk mir diese innere Freiheit in den Begegnungen, auch dann zu lernen, wenn ich an Grenzen stoße, wenn ich vielleicht erstmal merke, oh, der Lernprozess ist gerade ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft, aber es gehört manchmal auch dazu. Und dadurch reifen wir, dadurch werden wir Jesus ähnlich. Bitten wir jetzt, dass er uns nochmal begegnet und uns ein wenig ausruhen lässt in seiner Nähe.